Ja, hallo liebe Hofheimerinnen, Hofheimer, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick. Und das ist für mich persönlich ein ganz besonderer, denn die zurückliegende Woche hat uns etwas Tolles beschert. Wo stehe ich hier? Ich stehe hier in Marxheim an der Autobahnausfahrt nach Wiesbaden und Frankfurt, also direkt an der A66. Und ich stehe auch hier ganz am Rande und ein paar hundert Meter weiter ist auch schon die Gemarkung von Flörsheim. Und hier ist das Umspannwerk der Sühner. Und die Sühner hat gemeinsam mit der Stadt Hofheim diese Woche präsentiert oder veröffentlicht, dass auf rund einem Hektar ein Rechenzentrum nach Hofheim kommen soll. In direkter Lage zum Umspannwerk, das ist natürlich super, was die Stromzufuhr angeht. Aber wir in Hofheim oder hier in dieser Gegend, wir sind hier auch sehr nah an dem größten Internetknotenpunkt Deutschland, Europas, nämlich dem DE6. Und deswegen ist es natürlich sehr naheliegend, dass Rechenzentren zu uns kommen. Und das ist das erste Mal, dass in Hofheim ein Rechenzentrum sich ansiedeln will. Und ich freue mich besonders, dass die SÜWAG, das ist der kommunale Energieversorger, da sagt, wir möchten hier in Hofheim das Rechenzentrum bauen. Und dieser Standort, den möchten wir so umsetzen. Diese Woche hat der Magistrat darüber entschieden. Der Ältestenrat, da setzt sich zusammen mit dem Stadtverordnetenvorsteher und den Fraktionsvorsitzenden, wurde darüber auch informiert. Und in der kommenden Stadtverordnetenversammlung wird darüber dann entschieden, nämlich es muss auch hier Planungsrecht geschaffen werden. Und ich bin guter Dinge und sehr zuversichtlich, dass wir da schon bald die entsprechenden Beschlüsse fassen und dass dann ungefähr in einem oder in anderthalb Jahren schon, sage ich mal, es in die Umsetzung gehen kann. Die Nähe zum Internetknotenpunkt DE6 ist wichtig. Die Wichtigkeit ist natürlich auch da, dass hier die Stromspannen auch hier rüber gehen, aber es ist auch wichtig auch für uns, das ist nämlich ein toller Beitrag zur Wirtschaftsförderung, zur Stärkung der heimischen Wirtschaft, aber auch letztlich auch, dass langfristig wir auch Gewerbesteuereinnahmen generieren können. Das ist für mich ganz besonders, gerade in Zeiten von Corona und die Auswirkung auf den kommunalen Finanzhaushalt ist da auch wichtig, von großer Bedeutung. Ja, das war die Nachricht des Tages am Mittwoch für mich. Und es ist auch das Highlight der Woche. Und jetzt blicke ich gerne mal nach vorne. Das Wochenende, das wird uns wieder mit tollen Ereignissen, mit tollen Veranstaltungen verbinden. Wir haben am Sonntag endlich wieder eine Museumsausstellung. Unkraut vergeht nicht. Und das ist eine tolle Ausstellung. Und schaut doch mal da rein und macht euch selbst einen Eindruck. Ja, und eine weitere Veranstaltung, die sehr interessant ist, das ist gut vernetzt. Eine ganz besondere Art der Besichtigung des Bahnhof Lorsbachs. Und auch die Begutachtung der Geschichte des Bahnhof Lorsbachs, die findet nächsten Sonntag am 22. August statt. Durch den Heimat- und Geschichtsverein, durch Herrn Matthias Lederer, wird dort dann auch gezeigt, wie der Bahnhof Lorsbach früher, heute und hoffentlich auch in der Zukunft sein soll. Und ja, meldet euch an, seid dabei. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich darf euch auch sagen, kommende Woche gibt es mal eine Sommerpause. In diesem Sinne, macht's gut.